Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Reefer-Serie. Das Tagebuch, heute der Teil 34, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war eine Woche in Urlaub, ich habe neue Technik installiert, das habt ihr zwischendurch gesehen. Und das schauen wir uns nachher alles mal der Reihe nach an. Bis gleich. Bleiben und fürs Interesse zeigen. Und ja, ihr seht, das Becken steht recht gut da. Ich war eine Woche in Urlaub in der Schweiz und im Camping, habe da ein klein wenig mich erholen können, habe das Becken hier meiner Nachbarin in ihre weniger sachkundigen Hände gegeben. Sie macht das schon seit Jahren hier bei mir, ist im Prinzip schon eingewiesen, guckt auch schon auf die Dinge. Sie hat also auch schon ein gewisses Auge für das ein oder andere, ist aber vollkommen fremd aus der Aquaristik. Und dieses Jahr ist halt so auch, dass das Becken ja extrem technisiert ist. Es ist viel weniger an diesem Becken zu machen, also sie musste im Prinzip nur füttern. Die Futterportion, die ich ihr vorgegeben habe, da kommen wir gleich zu. Den Abschäumer sauber machen und alle zwei Tage ein bisschen Jod dosieren. Das ist das, was sie über die Woche machen musste. Ja, alles in allem, das Becken, ihr seht, steht gut da. Ich habe keine Verluste gehabt, außer unten im Ablegerbecken sind mir zwei Ableger eingegangen. Das ist aber, ich sag mal, marginal, muss man jetzt im Endeffekt nicht an die große Glocke hängen. Ich habe in der Woche über den KH-Keeper bzw. über den KH-Verbrauch gesehen, dass was mit dem Becken nicht ganz hundertprozentig in Ordnung war, weil mein KH-Verbrauch angestiegen ist. Warum ist der angestiegen? Aus dem einfachen Grund, ich habe meiner Nachbarin Futterportionen vorgegeben und die waren etwas zu viel. Normalerweise gehe ich hin, füttere zwei Tage lang Artemia und Mysis zusammen und dann lasse ich nur einen Tag Artemia. Habe ich verpennt, ihr zu sagen, pass auf, so und so. Ich habe gesagt, fütter konsequent so durch. Und das Ergebnis davon war, dass mein Phosphatwert ein bisschen angestiegen ist. Das habe ich dann über meine App gesehen, kann ich euch auch gleich mal kurz einblenden. Und dort konnte ich dann ersehen, meine Korallen verbrauchen weniger, der KH steigt, die entsprechenden Grenzwerte werden schneller erreicht und das konnte ich auf den höheren Phosphatwert zurückführen, weil die Korallen dann ein kleines bisschen, ich sage es mal, den Verbrauch runtergefahren haben und somit natürlich mehr KH übergeblieben ist und das konnte ich in der entsprechenden Messung sehen. Ja, alles in allem seht ihr, dass die Technik dann, ich sag es mal, bei so einem Becken dann schon sinnvoll ist, wenn man sie einsetzt, auch wenn sie relativ teuer ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es hat mir definitiv nicht den Arsch gerettet, aber es ist in die richtige Richtung gegangen. Man konnte frühzeitig erkennen, was Phase ist, auch noch gegensteuern, weil das Personal, also meine Nachbarin, dementsprechend eingewiesen ist. Ich hätte übrigens auch noch jemanden im Hintergrund gehabt, den ich dann bei einem Notfall hierhin zitiert hätte. Und dann wäre er dann halt derjenige gewesen, der dann fachlich hier an diesem Becken was hätte machen können, wenn also tatsächlich was im Argen gewesen wäre. Aber alles in allem, ihr seht selber, es ist gut überstanden. Dadurch, dass ich jetzt diese Phosphatschwankungen hatte, hatte ich auch ein paar Cyanus, die haben sich schön gleichmäßig über das Riff gelegt, war nicht wirklich viel, war aber auch unter anderem auch dran schuld, dass natürlich mein KH-Verbrauch sich geändert hat. Weil natürlich auch das Riff selber, da sind Poren drin, da wird dann auch hier und da KH umgesetzt und wenn das abgedeckt ist von Cyanus oder von Belägen, dann geht natürlich der KH-Verbrauch dann auch zurück und der KH steigt. Also in allem, ihr seht, das Becken steht, wie gesagt, sehr gut da. Ich kann mich nicht genug beschweren. Und kommen wir jetzt zu der verbauten Technik, die ich beim letzten Mal bzw. in den letzten Videos schon vorgestellt habe. Und dann schauen wir uns das nochmal eben kurz an. Ja, Leute, verbaute Technik. Fangen wir mit dem KH-Keeper an, den ich Anfang des Monats, Mitte des Monats circa, habe ich das Upgrade gekriegt. Habe ich euch ja gezeigt. Jetzt habe ich ihn wieder verpackt. Er wird nachher abgeholt von jemandem, der ihn haben möchte.
Und aus dem einfachen Grund, der hat jetzt 3 Wochen bei mir gelaufen, hat leichte Messdifferenzen zum Plus. Das liegt aber an 2 Dingen. Einmal ist die Sonde etwas kleiner, das ist klar, logisch. Zum Zweiten sind andere Schrittmotoren verbaut, die nicht so genau titrieren. Und die Differenz, von der ich jetzt hier rede, ist eine 0,1 oder 0,2 gewesen. Im Vergleich zu dem KH Keeper Plus mit der großen Sonde und mit den genaueren Pumpen. Also eine Sache, die nicht wirklich schlimm ist in meinen Augen. Also man kann dieses Gerät, so wie es jetzt ist, durchaus einsetzen. Man kann auch damit arbeiten. Alles gut, der funktioniert, der macht sein Ding. Aber wer es wirklich genau haben möchte, sollte dann halt auf den KH Keeper Plus setzen. Ja, was ist noch gewesen? Ich habe meine Osmoseanlage ja komplett automatisiert jetzt, beziehungsweise meine Nachfüllung komplett automatisiert. Osmoseanlage ist komplett jetzt hier ans Becken angeschlossen über mehrere Sicherheitseinrichtungen und dem Level Keeper, den ich euch jetzt gleich auch noch mal kurz mit einblende, wie ich das verbaut habe. Diese Technik ist wirklich geil. Hat natürlich auch den Nachteil, dass ich das eingesetzte Harz unten öfters erneuern muss. Hat den Hintergrund, wenn eine Osmoseanlage anspringt, produziert die erstmal ein kleines bisschen Müll. Das heißt, dieser Müll geht durch das Harz durch und verbraucht eher das Harz. Dafür, dass ich mich ja mir jetzt aber keine Sorgen mehr darum machen muss, wie das Ganze jetzt hier unten aufgebaut ist und muss ich jetzt nachfüllen, ja oder nein, nehme ich das gerne in Kauf, einen höheren Harzverbrauch zu haben. Um herauszufinden, wie ich das Ganze, wann mein Harz verbraucht ist, werde ich in nächster Zeit noch von der Firma Aquamedic das Harz in die zweite Klarkartusche einsetzen. Momentan habe ich noch normales Harz da drin. Und dann kann ich sehen, wenn es tatsächlich verbraucht ist, dann weiß ich, dass ich in beiden Kartuschen wechseln muss. Und dann passt das dann im Endeffekt auch. Somit habe ich eine Überprüfung oder kann euch dann berichten, wie lange es ungefähr gedauert hat und was ich in dieser Zeit an Wasser verbraucht habe. Weil das kann ich nämlich auch jetzt ganz genau sehen, weil dieser Level Keeper, den ich von Refactory hier einsetze, hat auch gleichzeitig, wie bei einer Dosierpumpe, kann ich den kalibrieren und kann halt angeben, wie viel Wasser in der entsprechenden Zeit reingepumpt wurde. Und ich liege da, lasst mich nicht lügen, bei ungefähr 20 Liter im Monat. Nee, die Woche. Der zeigt mir ja immer wochenweise an. Und das blende ich euch auch mal kurz mit ein. Und das ist eine recht geile Sache. Also das finde ich richtig gut gelungen. Ja, Leute, was war noch? Ich habe ja hier unten meinen Ablegerbereich. Den blende ich euch jetzt auch mal kurz mit ein. Da ist es so, dass die Ableger halt nicht alle vernünftig bzw. gleich auf das Licht da unten reagieren. Ihr wisst, ich habe da unten eine Kessel A360 drüber, Tuna Blue. Und ja, die Umstellung halt von diesem Hybridlicht auf das rein LED-Licht, was schwächer ist, eingestellt ist, damit die halt nicht so schnell verbrennen bzw. keinen Lichtschock bekommen, ist schon heftig da unten. Es hat auch sehr viel mit Abschattung zu tun. Ich habe größere Stöcke da oben hier oben weggeschnitten oder größere Bereiche weggeschnitten, was eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Die stehen jetzt hier unten und haben die Problematik der Abschattung. Dass die dann halt wirklich, die muss ich wirklich fast zentral unter die Lampe stellen, damit sie gleichmäßig überall Licht bekommen, um damit sie mir nicht eingehen. Und das ist halt eine Sache, da ist dann wieder der Unterschied zwischen der flächigen und der Spotbeleuchtung direkt zu sehen, obwohl das ja nur ein kleiner Raum ist. Das sind ja gerade mal 50 cm, die da sind und die Lampe hängt zentral über diesem Becken. Ist schon heftig. Also das ist eine Sache, die mir noch nicht gefällt, die ich gerne noch ändern möchte. Und nein, ich werde da nicht die Straton drüber hängen, weil sie flächiger ist. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht werde ich da unten T5 reinsetzen für die Ablegerbereiche, weil ich möchte mir hier oben diese Optik nicht versauen. Was ich euch demnächst jetzt schon mal weiterhin ankündigen kann, ist, dass ich in den nächsten Tagen daran arbeiten werde, Reviews zu drehen. Und zwar einmal zu den Ocean Motion. Klar, logisch, sie sind jetzt schon eine relativ lange Zeit im Einsatz und ich kann definitiv eine Aussage dazu treffen. Weiterhin geht es mit den Pumpen von Aquamedic, die Smart Drift weiter und die Rückförderpumpen,
beziehungsweise Rückfederpumpe von Aquamedic. Da wird es auch noch ein Review zu geben. Ich hatte da, glaube ich, noch irgendwas. Werdet ihr aber sehen. Es kommt jetzt nicht sofort hintereinander, aber in der nächsten Zeit werde ich euch dementsprechend dann darüber noch weitere Infos geben. Ja, alles in allem würde ich mal sagen, ich habe für heute wieder mal genug gelabert und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hau euch noch ein paar Bilder um die Ohren und sollte noch irgendwas sein, schreibt es mir runter in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao.